Wenige hundert Meter vom Potsdamer Platz, im Herzen von Berlin. Hier befindet sich das Kompetenzzentrum für Zahnimplantate. Implantate sind die innovativste Möglichkeit, einem Patienten wieder neue, feste Zähne zu ermöglichen. Dr. Nikolaus Gutsche ist Spezialist für die Versorgung mit Implantaten. 1 Million Deutsche entscheiden sich jedes Jahr für diese Art der neuen Zähne. So auch Patientin Tatjana Müller. Sie soll heute ein Implantat in den Unterkiefer bekommen. Die Techniken der Implantologie sind heutzutage so weit ausgereift, dass wir praktisch jedem Patienten mit Implantaten helfen können. Wichtig bei jedem Eingriff ist die individuelle Beratung. Der Zahnstatus wird grafisch erfasst. So kann der Arzt im Vorfeld genau aufklären. Wir haben hier den Implantatkörper, das ist die kleine Titanschraube, die in den Knochen eingesetzt wird. Mhm. Und auf diese Titanschraube wird dann ein entsprechend kleiner Aufbau gesetzt. Mhm. Dieser Aufbau wird dann in der Folge erst mit der provisorischen Krone und später mit der definitiven, also mit ihrer fertigen Keramikkrone versorgt werden können. Die Operation beginnt. Das Material der Implantate ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung. Die Oberfläche dieser Titanschraube hat eine anziehende Wirkung. So kann der Knochen in das Gewinde der Schraube hineinwachsen. Das ist ein absoluter Routineeingriff für uns hier. Ein Implantat setzen dauert etwa eine Viertelstunde. Wenn man Knochen aufbaut, kann es ein bisschen länger dauern. Die Herausforderung für den Chirurgen? Die perfekte Integration des Implantats in die Schleimhaut. Hierfür wird Knochen und Zahnfleisch aufgebaut. Der Zahnfleischaufbau ist für den ästhetischen Erfolg von Implantaten wichtig, aber auch für den lebenslangen Erfolg von Implantaten. Denn straffes Zahnfleisch um das Implantat kann das Implantat schützen und gibt uns so einen lebenslangen Erfolg. Das Implantat ist erfolgreich gesetzt. Jetzt muss die passende Krone erstellt werden. Hierfür wird das Implantat mit einer Intraoralkamera gescannt. Der exakt passende neue Zahn wird dann am Computer geprüft und designt. Der Vorteil für den Patienten ist tatsächlich, dass wir nicht mehr darauf warten müssen, erst Modelle auszugießen und nochmal einen Zahn entsprechend aufzuwachsen, in einem Gießverfahren herzustellen, sondern wir können hier tatsächlich direkt einen Zahn konstruieren, der dann aus einem industriell vorgefertigten Block herausgefräst wird und mikrometergenau tatsächlich in den Patientenmund auf das Implantat gesetzt werden kann. Ein individuelles Abutment wird aufgesetzt. So kann sich das Zahnfleisch besser an den neuen Zahn anschmiegen. Auch in die Zahnheilkunde hat die digitale Welt längst Einzug gehalten. Die Patientendaten aus dem Kamerascan werden an diese Schleifeinheit übermittelt. Mithilfe der 3D-Technologie wird die Krone gefertigt. Innerhalb weniger Minuten entsteht aus einem Keramikblock ein neuer Zahn. Wenn ich ein Implantat setze, behandle ich nur die erkrankte Lücke, ohne die Nachbarzähne in Mitleidenschaft zu ziehen. So sind wir heutzutage in der Lage, mit Implantaten jeden fehlenden Zahn tatsächlich wieder zu ersetzen. Im Backoffice koordiniert Monika Renner die Operationen. Ein Implantat mit fertiger Krone an einem Tag setzen, das geht nur mit genauer Vorbereitung. Das ist sehr wichtig für den Patienten, der möchte nicht lange warten in unserer Praxis. Und aus diesem Grunde brauchen wir einen Zusammenlauf zwischen Rezeption und Verwaltung und Labor. Das Qualitätsmanagement bedeutet nichts anderes, als dass alle Schnittstellen gut zusammengefasst werden, dass alles rund läuft und das Beste für den Patienten eben rausgeholt wird. Bei Patientin Tatjana Müller wird jetzt die fertige Zahnkrone eingesetzt. Die Keramik wird auf das Implantat geklebt und ausgehärtet. Nach wenigen Tagen kann der neue Zahn belastet werden. Ist vielleicht im ersten Moment noch etwas ungewohnt, wieder einen Zahn an der entsprechenden Stelle zu haben. Aber Sie werden sehen, heute Abend ist das schon alles wieder vergessen. Nee, fühlt sich richtig gut an. Schön, das freut mich. Wir sind in der Lage, heutzutage Knochen aufzubauen. Wir können Schleimhaut aufbauen. Und wir können es so tatsächlich ermöglichen, wieder einen Zustand zu gewinnen, dass der Patient den Eindruck hat, er hat wieder einen natürlichen Zahn. Es ist alles optimal gelaufen. Super. Dankeschön. Sie werden sehen, dass Sie mit dem Zahn ganz schnell zurechtkommen. Und nach kurzer Zeit ist das für Sie wie ein eigener Zahn. Und dann werden Sie keinen Unterschied mehr spüren. Gut. Schön. Alles Gute. Dankeschön. Gesunde, feste Zähne verleihen Ausstrahlung und garantieren Lebensqualität. Implantate sind die Zahnversorgung der Zukunft. Also optisch ist es so, dass das Gebiss meinem ursprünglichen Gebiss angeglichen worden ist. Ich habe Dr. Gutsche kennengelernt und hatte sofort Vertrauen zu ihm. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, hierher zu kommen.
Besser hätte das nicht laufen können. Ich habe mich für Implantate entschieden, weil die Qualität sehr hochwertig ist. So wie in meiner Jugend, als ich meine eigenen Zähne noch alle hatte. Das verdanke ich Dr. Wutsche. Ich bin noch relativ jung und meine Zähne müssen noch ein paar Jahre halten. Hervorragend gemacht. Noch nie so einen absoluten, perfekten Zahnarzt und Spezialist für Implantate gehabt in meinem ganzen Leben. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.implantologie-gutsche.de.